so schön, dass man es zweimal nennen muss. Das gilt für Bora Bora genauso wie für Baden-Baden. Hier, also auf dem Festland in Baden-Baden, besuche ich Toni Marschall für ein Wochenende. Seit bald 60 Jahren ist er erfolgreich im Schlager-Showgeschäft. Mein Paradies im Sommerwind. Von Bora Bora ist Toni Marschall seit seinem gleichnamigen Hit Ehrenbürger. Aber sein wahres Paradies lag immer hier am Rande des Schwarzwaldes. Klar, dass da auch mal ein Weg nach einem benannt wird. Hier, also im Toni-Marschall-Weg, lebte Familie Marschall bis vor ein paar Jahren noch in einer riesigen Villa. Inzwischen sind die Marschalls umgezogen und wohnen heute etwas bescheidener, bürgerlicher. Ich bin gespannt, was mich erwartet, auch wenn die Musik sich nicht auf meiner Playlist wiederfindet und Schlager auch sonst nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört. Hallo! Hallo! Da sind sie! Ich muss das Papier abmachen. Was für ein Paar. Ja, das ist immer so schön verpackt. Hallo. Ein echter Galan, siehst du mal. Freut mich sehr, danke schön. Hallo, Herr Marschall. Bienvenue, mon frère Pierre. Eine große Freude. Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist sehr, toll. Sehr, sehr nett. Ja, danke schön. Sag ich eigentlich Frau Marschall auch? Oder? Gabi am besten. Das ist mir am liebsten. Ja, okay. Genau. Gabi, ich Pierre. Auch, Pierre. Und ich bin der Toni. Sagen wir jetzt schon du? Ja, natürlich, klar. Toll, super. Aber warum denn nicht? Ja, gehen wir rein. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So. So. Schuh abputze. So. Oha. Das ist aber schön. Ich meine, Baden-Baden ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, wo man sein Haus auf diese Weise schützen muss. Nee, das ist alles unbrauchbar gemacht. Wo hast du die her? Die habe ich mal irgendwo aus dem Antiquitätenmarkt erstanden. Das ist doch der Geigenkasten von Peter Maffay, oder? Ja, das ist die kleinste Geige. Nein, ist von Fidel Castro. Ist da wirklich eine Geige drin? Ja, ja, klar. Darf ich mal zeigen? Ja, bitte, bitte. Guck mal an hier. Schau mal. Instrument mit Bogen. Da kann doch aber nur Oliver Pocher drauf spielen, sonst niemand, wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Kannst du die spielen? Die Kleine? Die Kleine, nee. Mit meinen Wurstfingern ist das gar nicht mehr. Ich spiele Geige. Das war das erste Instrument, das ich lernen durfte nach dem Kriege. Hier mein Bischof hier, den habe ich auch mal erstanden vor 35 Jahren. Das ist eigentlich für mich Dekoration. Ist Dekoration, hat also keine inhaltlichen Bezüge? Nee. Sieht aber gut aus, ein klein bisschen unheimlich aus. Wenn ich hier, ja, danke. Ne, oder wenn man hier so abends... Ich bin ganz oft an ihm erschrocken. Ich würde auch. Und dann hat er was ganz Furchtbares an sich. Was denn? Spricht er nichts? Oder wenn Vollmond ist, dann fängt er an, die Augen zu bluten. Man muss ihn ja auch pflegen, hegen und pflegen. Ja? Und da gibt es so einen Wischer. Und dann auf einmal macht der Kerl so. Das war ganz schrecklich für mich. Oh Gott. Ich hasse ihn eigentlich. Ja, und ach so, und dafür steht er natürlich schon sehr präsent, dafür, dass du ihn nicht leiden kannst. Ne? Ja, er stand ja in unserem vorhergehenden Haus recht gut. Im Keller? Nein, leider nicht. Und jetzt, wenn ich hier reinkomme, begrüßt er mich, komme ich da aber rein? Aber er wendet ja seinen Blick ab von dir. Ja. Er sieht etwas leidend aus. Darüber bin ich ja auch beleidigt. Ah, siehst du? Ja. Jetzt war ich vorhin am Toni-Marschall-Weg. Was muss man denn tun? Wann kriege ich denn den Pierre M. Krause-Weg? Ja, du, ich werde 77 und du bist ein junger Spund gegen mich. Also, du musst ja noch ein bisschen sein. Da muss ich noch die Spuren verdienen. Ja. Aber du hast das Zeug dazu. Und warum wohnt ihr nicht im Toni-Marschall-Weg? Das war doch eine Riesenvilla mit 24 Zimmern. Ja. Riesenhallen, waren eben alles zu groß geworden. Wirklich, alles zu groß. Die Kinder waren alle weg. Ja. Und dann ich bin da unterwegs und dann mein zartes Weib allein in diesem Gemäuer. Das heißt, ihr habt euch ein bisschen verkleinert, kann man jetzt sagen. So. Ach, och Mensch. Pierre München hat die Theresienwiese, ich habe die Terrassenwiese. Das ist aber eine Riesenterrasse, das ist ja toll. Ja. Ihr habt doch gesagt, ihr habt euch verkleinert. Das ist ein Riesengarten. Aber ist doch wunderbar. Mit einem fantastischen Ausblick auf den Battertfelsen. So, ich möchte mal ein bisschen mit Baden-Baden Geografiekenntnissen und links sieht die Ruine vom alten Schloss. Ne? Genau, man sieht viele Ruinen in Baden-Baden, aber das ist wirklich nur ein Gebäude. Und links unten,
Da steht mein Elternhaus. Ich habe gerade so im Augenwinkel gesehen, dass hier noch ein Zigärchen am Ausglühen ist. Ja, das ist so mein Thron sozusagen. Ja? Hier setze ich mich hin und trinke dann auch mal ein Gläschen Rotwein. Denn Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Wilhelm Busch, richtig. Sehr schön. Du rauchst aber nur Zigarre. Zigaretten rauchst du nicht, ne? Nee, ich habe noch nie geraucht, Zigaretten. Immer nur? Ich habe noch nie Lungen zugemacht in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Okay. Alles wegen der Stimme. Außer ein Bischof und verschiedene heilige Bilder legen wir einen ganz großen Wert auf unsere Familie. Ja. Und da haben wir ein schönes Foto. Das ist hier Marc. Ja, und links ist Pascal. Genau. Beide auch in der Musik? Ja. Also alle, also die Familie ist komplett musikalisch. Ja. Ne? In der Mitte unser Stella, unser Stern. Was gibt's? Ich sehe gerade, es ist ja wie ein kleines Museum. Also ich gehe mal vor. Ja, komm, wir gehen mal, oder? Das ist. Ach, schau mal hier, das sind alles Originalfotos von meinem Engagement in Frankfurt. Ja. Anne Tefka, meine Traumrolle inzwischen, genau. Den Milchmann Telvier. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du sagen kannst, wer das wohl sein könnte. Ist das jemand, den man kennt? Wer ist das? Ich stehe auf dem Schlauch, keine Ahnung, wer ist das? Ist das jemand, den man kennt? Das wirst du nie glauben. Weiß nicht. Wer wird Millionär? Wer war's für Günther Jauch? Das ist Günther Jauch? Nein, ja. Würde niemand erraten. Die Millionenfrage. Ich sag's mal ganz kurz. Helene Fischer. Das ist Helene Fischer? Das ist nicht dein Ernst? Ja doch. Wirklich? Ja. Die omnipräsente Helene Fischer ist hier sozusagen dein Sidekick. Ja, wenn man sie sieht, sagt sie immer, Papa, wie geht's? Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, hier, das ist es. Aber ich bin stolz, dass sie mal bei mir war auf der Bühne und eine meiner Töchter. Absolut, das wusste ich gar nicht. Das ist auch gar nicht so bekannt eigentlich, ne? Ja. Toll. Sind noch andere Promis hier? Das ist doch Harald Schmidt, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das ist das Reich von Gabi. Das war die Zeit, da waren wir ja ganz streng. Ende der 50er. Ja. Aber das ist heute auch. Ich hörte kürzlich, dass man wieder Dutt trägt. Ja, wir haben so eine Banane getragen. Dutt oder Toupet. Oder Toupet, ja. Wieso trägt hier irgendjemand Toupet? Ich wüsste nicht wer. Du hast 50 Stück, habe ich mal gesehen. Stimmt das? Das war ja damals auch so ein Pressegig. Ja. Ganz klar, weil ich mich selber immer lustig gemacht habe darüber. Manche nehmen es ja tierisch ernst. Manche geben es vor allem nicht zu. Ja, geben es gar nicht zu, gell? Ja. Deshalb fragen mich immer wieder, stimmt dann so? Seit 40 Jahren sage ich, weil ich trage Toupet seit 1967, auf Anraten von Bill Ramsey. Ja. Ich hatte schütteres Haar, habe ich heute immer noch. Ich habe keine Glatze, wäre auch nicht schlimm. Ich sage, du Toni, da gibt es eine Möglichkeit, dein Haar zu vergrößern, zu vermehren und so weiter. Das nennt sich Toupet. Und dann habe ich mir hier am Theater in Baden-Baden von einem Maskenbildner das erste Toupet knüpfen lassen. War sündhaft teuer. Und jetzt bin ich halt der Typ, so kennt man mich. Warum soll ich mich verändern? Ja. Wie ist es, wenn, also wann setzt du es denn ab? Setzt du es dann abends vom Fernseher? Ja, natürlich, klar, sicher. Und was sagt ihr denn? Sieht er besser mit oder ohne aus? Ohne. Ist das angeklebt eigentlich? Das sind so Klämmerchen und so. Das ist ganz einfach. Im Resthaar quasi so noch. Ich glaube, ich habe das so schnell auf dem Kopf wie ein Hutträger. Wollen wir mal dahin gehen, wo du dein erstes Toupet bekommen hast? Aber nicht wegen des Toupets. Theater? Naja, eines der schönsten Theater. Ist es wirklich? Es ist wirklich sehr schön. Na, da würde ich auch mal gern das dem Besten geben. Ja? Also, wenn die Bühne frei sein sollte. Wir machen die Bühne für dich. Wir haben vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja. Dann singe ich für dich, wenn ich einmal reich wäre. Wieso wer? So. Wollt ihr dein Kostüm mitnehmen? Oder ja, klar.
Echt, hast du ein Kostüm? Das ja, ja, logisch. Ach, super. Ja. Super gut. Hier, okay. Genau das Kostüm habe ich da. Das nehmen wir jetzt mit. Ja, okay. Mit Mütze. Kommst du mit, Gabi? Nein. Du bleibst hier und hütest ja, das Haus? Ich bleib jetzt hier und hütest das Telefon. Okay. So. Genau noch so wie vor 150 Jahren. Ach, warst du vor 150 Jahren auch schon mal hier? Wahrscheinlich. Würdest du denn, also jetzt mal hier so eine exklusive kleine Vorstellung, ja, bist du fit? Ich bin eigentlich immer fit. Sehr fit gut. Wie ein Turnschuh. Ihr kümmert euch um die Musik, ich um suche, die Begleitung. Ich suche Pianisten. Also Pianisten, ne? Okay. Und ich habe rein zufällig mein Kostüm ja, dabei. Okay. Dann geh du dich mal umziehen, ja, das kannst okay, alleine. Okay, bis nachher. Entschuldigen Sie, haben Sie irgendwo einen Klavierspieler gesehen hier? Yay, yay. Yay! Wenn ich am Reich wär, eitsche diddle digge deidle diddle 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 bombe. Alle Tage wär ich bitte bamme, wär ich ein reicher Mann. Brauchte nicht zur Arbeit, eitsche diddle digge deidle diddle 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 bombe. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm, sag, warum ich zu den Lämmen kam. Wäre es denn gegen deinen Plan, wenn ich wär ein reicher Mann? Yay, yay! Stellvertretend für 10.000 Leute. Das so. Das war sehr beeindruckend, Toni. Hoffentlich hat der liebe Gott mir zugehört. Das war wirklich toll. Also, Ach, ich nehme die 101 so. Ich habe Plätze gebucht. Wie bist du denn eigentlich jetzt als jemand, der davon geträumt hat, ein Opernsänger zu werden, dann dieser Toni Marshall gewesen? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du nicht wirklich Toni Marshall heißt. Am Anfang habe ich schon gehadert, ne, mit meinem Schicksal. Ich studierte 14 Semester Musik und dann singst du Tralala Hopsasan, ne? Ich bin auch in die Rolle hineingewachsen. Und weißt du, dass ein Schlüsselerlebnis war in einer Behindertenwerkstätte in Bayern, kurz nach dem großen Erfolg Schöne Maid, bekam ich einen Anruf: Herr Marschall, würden Sie uns eine Freude bereiten, bei uns mal singen für unsere Kinder? Schöne Maid, Herr Marschall. Die Kinder wollen nur die Schöne Maid hören. Ne? Und da kam ich schon in einen Gewissenskonflikt. Da bin ich da auch hingefahren und gesagt: Mein Gott, ich fahre jetzt nach Bayern darunter. Und weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war immer noch der Meinung, ich kann meine Aline singen oder irgendein Chanson oder irgendwas aus der Klassik. Und dann komme ich da in einen Riesensaal und da sitzen die behinderten Kinder. Solche Augen. Da war ich so klein. Und die Schöne Maid. Und ich stehe da mit den Gedanken, denen ich angereist bin. Nach dem Auftritt, die Kinder, die haben mich immer losgelassen. Bin ich auf die Herrentoilette natürlich, habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt: Weißt du, was du bist? Du bist das größte Arschloch auf dieser Welt. Die Kinder haben mir gezeigt, wie man Musik beurteilt. Ich habe es gar nicht gewusst. Aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch raus. Aus dem Gefühl raus, ja. Und wie es euch gefällt, William Shakespeare. Seit 2015 stehe ich 60 Jahre auf der Bühne. Und jemals gedacht, irgendwann nach dem 100. Festzeltauftritt, ich möchte die Schöne Maid nicht mehr singen, ich möchte nicht mehr... Ja, natürlich, klar. Ich wollte es ja von Anbeginn nicht singen. Ich meine, das Original, Naua Hakataranga aus Neuseeland, war ein Traumtitel. Ja. Mit den Ukulele, der wunderbaren Naturchor und alles. Ich habe gesagt, den Titel möchte ich singen. Da kam natürlich dem Jack sein Demo. Jack White. Der Jack White mit seiner Gitarre. Schöne Maid hast du, wir singen tralala. Und dann habe ich schon abgedrückt. Mein Tonbandgerät hat gesagt, wie ich gesagt, nee, sowas singe ich nicht. Ich habe von Baden-Baden bis Berlin, bis ins Studio, habe ich überlegt, wie komme ich aus der Nummer raus.
Was ich wirklich. Weil Jack hat gesagt, du hast einen Vertrag unterschrieben und ich erwarte von dir, dass du den Vertrag erfüllst. Also bitte komm nach Berlin. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich eine Idee. Ich sage, ich bin hungrig, ich bin durstig. Und dann sagen die, also, wir haben da unten doch im gleichen Haus einen Italiener, geht doch mal runter, isst eine Pizza und trinkt irgendwas. Und bin ich runter. Ne? Und dann habe ich mir eine Literflasche Chianti bestellt. Und da habe ich im Windeseile leer getrunken. Und so bin ich dann nach oben gekommen. Und, wie siehst du aus? Wo kommst du her? Na ja, komm, geh mal rein. Ne? Und da habe ich absichtlich falsch intoniert. Es ist ja ein das war ein grausames Spiel. Ja. Und habe immer die rote Lampe in meinen Augen. Da gesagt, Junge, wenn das Rotlicht ausgeht, dann hast du es geschafft. Und das Rotlicht ging aus. Und was ist passiert? Die Tür zur Technik ging auf und ein Jack White kam rein mit ausgebreiteten Armen. Toni, wir haben einen Hit! Er wusste das schon. Und dann habe ich gedacht, also jetzt weiß ich nicht mehr, was los ist. So, und dann kommt eine Überweisung von einer Schallplattenfirma mit 500.000 Mark. Dann haust du dich erst mal um. Ja. Weil mit solchen Summen hast du nie in deinem Leben gerechnet. Da hat meine Frau Gabi, meine zwei Söhne und ich, wir haben eine Polonaise um den Küchentisch gemacht. Und ich habe den Scheck hochgehalten. Und hast du dann eigentlich auch dann weiß man ja erstmal auch gar nicht, was mache ich denn mit so viel Kohle? Ich dann meine Villa gekauft hier in Baden-Baden. Okay, also erstmal raus damit. 72. Wir haben hier fast 40 Jahre in der Villa gewohnt, im Toni-Marschall-Weg. Ja. Musstest du die verkaufen? Es gab doch mal so eine Bild-Zeitungsschlagzeile, ja. Insolvenz. Wollen wir über Bild diskutieren? Nee, aber klar, aber das war eine Ente? Ja, aber es war immer das berühmte Fragezeichen, ne? Ja, genau, aber immer Insolvenz. Toni Marshall pleite, Fragezeichen. Also haben sie es nicht genau gewusst, sonst wissen sie ja immer, ne? Ich orientiere mich auch an der Bild-Zeitung, aber nur die Sportergebnisse montags interessieren mich, denn die kann man nicht manipulieren. Ja. Und warum gerade dieser Name? Also warum ja, du sagst ja, Toni, Anton sowieso, ne? Dann machen wir Toni draus. Toni Marshall, Marshall. Wie bitte? Da war ich Toni Marshall, bin von Berlin nach Hause geflogen, hab zu meiner Frau gesagt, weißt du, wie ich heiße? Sagt die, willst du mich verkackeiern? Sag, nee, ich habe das minutenlang nicht über die Lippen gekommen, zu meiner Frau zu sagen, ich heiße jetzt Toni Marshall. Ne? Aber es ist ein guter Name. Heilige Rasenfahrt. Das gibt richtig Ärger. Aber wir dürfen das, weil du bist quasi Rockstar und ich bin irre. Durch und durch. Ja. Du hattest mal so eine Art Affäre, kann man sagen. Ne? Da warst du ein junger Mann, ja. Mit einer Frau, die dann schwanger wurde und gesagt hat, das Kind ist von dir. Und ihr habt dieses Kind aufgenommen, es hat bei euch gewohnt. Und ich mal im Glauben, das ist meine Tochter. Ja. Da war ich mal verliebt in eine sehr attraktive junge Frau und sagt, ich kriege ein Kind. Und, sagt, und da ich immer zu allem stehe, sage ich, okay, gut, so. Und dann irgendwann in unserer Villa sagte mal die Haushälterin, Herr Marschall, ich habe gestern ein Gespräch belauscht zwischen Pascal und Isabel. Da sage ich, ja, und wie? Na ja, hat Pascal gefragt, wer mit deinem Papa und mit deiner Mama und so weiter, ne? Und Isabel hat gesagt, dein Papa ist ja gar nicht mein Papa. Ne? Wie alt war die da? Die war 12. Und dann bin ich hellhörig geworden. Hat meinen Anwalt genommen und hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich nicht war. Das ist unfassbar. Wie lange hat die bei euch gewohnt? Aber ich habe mich an das Mädchen so gewöhnt, die war ja bei uns zu Hause. Genau, wie lange hat die da gewohnt? Also, ich habe bis zum 13. Lebensjahr. Von Anfang an? Ja nicht gewohnt, nicht permanent. Ja. Die war schon bei ihr, aber... Die hat in unserem Haus in Kalifornien hat die ihr Zimmer. Die war in der Familie drin. Und dann das war schon schmerzlich, dann, als ich das erfuhr. Ne? Aber das ist doch, das heißt, die hat dich verarscht. Also nicht das Mädchen, sondern sie. Ja, klar, natürlich. Und wie? Und dann was? Dann verklagt und. Ja, nach dem Prozess gewonnen. Ne? Wenigstens, okay. Aber das ist schon eine ganz schöne Geste. Also sowohl von dir als auch von Gabi zu sagen, wir nehmen die ja, jetzt. Ja, von der Gabi sowieso. Normalerweise genau. Sagt eine Frau, wie bitte? Ja. Nee. Genau. Toll. Eine Frau wie Gabi kriegst du kein zweites Mal, ne? Nee. Zeit fürs Abendessen. Was aussieht wie das Toni Marshall Museum, soll in Wirklichkeit ein Restaurant sein.
Die zahlreichen Toni-Bilder hängen bestimmt nur zufällig hier. Eine kleine Familienrunde. Neben Gabi sind auch Sohn Pascal und Enkelsohn Maurice dabei. Auf diese tolle Gastfreundschaft, lieber Toni Marschall. Vielen Dank für deine Anwesenheit. Ich freue mich sehr. Mein liebes Weib. Vielen Dank. Ja. Mama. Merci. Papa. Mit dem Wein warten wir noch. Prost, mein Jung. Zum Wohl. Zum Wohl, Pascal. Oh. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ist ja lecker. Ist gut. Sehr gut. Und schon wird's still am Tisch. Alte Rebe, alte Rebe. Ist das jetzt der Toni Marschall? Der könnte von mir sein. Ist das der Hier, Selektion Toni Marschall. Passt hervorragend zu Wild, Lamm, Rind und Käse. Ich glaube, ich esse gerade genau all das. Ja, passt das ja natürlich hervorragend. Das ist jetzt aber hier ein ganz normales Restaurant, ein griechisches Restaurant, was man an der Menge des Fleischberges auf diesen Tellern sieht. Ja. Aber irgendwie ist doch irgendwas anders. Wir sind jetzt in so einer Art Toni Marschall Museum. Weil ja, genau, Galerie oder Museum, wie auch immer. Das ist das Rote, Eintritt, ne? Ich würde nichts verlangen. Die Leute können sich dann hier mal umschauen. Und das ist eigentlich mein ganzes Leben, von Kindheit an. Ich kann ja nicht alles hier aushängen. Das hier zum Beispiel die Karnevalsorden, das ist nur ein Bruchteil. Also insgesamt 3.500. Das sind vielleicht 250. Und wie kommt jetzt gerade dieser Laden zu der Ehre, dass das hier hängen darf? Naja, da war natürlich auch der Gedanke, wir haben hier gleich nebendran einen Omnibusparkplatz. Mhm. Das heißt, die Leute, die Bahn besuchen, die müssen da parken. Mhm. Und dann gehen die hier am Lokal vorbei und dann können sie reingucken. Wie ist es denn, wenn man als Kind von Toni Marschall aufwächst? Ich meine, das ist in Baden-Baden, wenn du da zur Schule gehst, das ist eine kleine Stadt, man weiß das sofort, auch wenn du mit dem Namen Hilger zur Schule gehst, die wissen, das sind die Söhne vom Schlagerstar. Richtig. Ist das eine einfache Kindheit oder eher kompliziert? Also ich empfand das schon eher als kompliziert. Ich glaube, für Marc war es nicht so. Ich muss sagen, ich war wahrscheinlich zu sensibel, weil ich war auch einige Dinge mit, weil allein, also wenn du klein bist oder als Kind, weißt du nicht, warum das jetzt etwas anderes sein soll, wenn dein Vater ein bekannter Schlagersänger ist. Das ist dein Vater. Aber so in der Schule war es problematisch. Viele blöde Sprüche, die man an den Kopf geschmissen bekommt. Als junger Mensch war das schon teilweise sehr komisch. Aber ihr habt das hervorragend gemeistert. Ja, doch. Heutzutage sieht man das alles dann ganz anders. Du hattest ja auch eine tolle Kindheit insofern, dass du irgendwie Weltreisen machen konntest. Richtig. Du hast Orte gesehen, Dinge gesehen, Menschen getroffen, die andere Leute, Kinder nie treffen und sehen. Ne? Das war natürlich das Schöne an der Seite, da ich mit dem Vater sehr viel und sehr früh schon gesungen habe und durfte natürlich ganz Amerika sehen. Wir waren in Windhoek, Namibia, wo wir gesungen haben. Wir waren in Kanada. Aber Bora Bora. Ja, Bora Bora waren wir. Und das sind natürlich Dinge, ganz klar, ist wo ich auch sehr in die Ecke. Nee. Das ist natürlich die schöne Seite, wo ich auch sage, Gott sei Dank durfte ich das genießen. Was halt immer sehr schön, was ich mich daran erinnern kann, ist, wenn die Zeit, wo ich wirklich klein war und das ging dann los mit Schöne Maid oder heute haben wir auf die Pauke, ich fange für euch den Sonnenschein. Und es war ein Erfolg. Und mein Vater kam dann nachts nach Hause und wir waren ja am Schlafen. Ja, klar. Und er kam da rein, hat sich auf uns geschmissen, hat geschrien, aufstehen, damit. Und hat die Musik anmachen, die hat er erzählt. Weißt du noch, die Bolognese um die Küche? Ja, oh ja. Um den Küchentisch? Mhm. Mit den Wahnsinn. Wo den ersten großen Scheck hat. Ein Geschenk, das habe ich vergessen, vorhin zu überreichen. Und zwar habe ich jetzt, ehrlich gesagt, ein Zitat, das du schon mal gebracht hast heute, erwartet. Deswegen habe ich dir das hier mitgebracht, weil ich weiß, dass du das magst. Ich dachte schon, das Computer, wollte ich schon sagen, damit kann ich nicht umgehen. Das würde das Budget dieser Sendung überschreiten. Darf ich mal reinschauen? Das habe ich persönlich Nein. Ja, von einem Assistenten kaufen lassen. Ganz persönlich. Eins habe ich wirklich persönlich. Also, guck mal. Das ist nämlich, weil ihr mögt ja gerne Antiquariat und Antiquität. Wilhelm Busch. Und weil Wilhelm Busch sehr oft zitiert wird, von dir ist das eine Wahnsinn, schöne alte Originalausgabe. Sehr schön. Sehr schön. Hm?
Das ist ja, ist ein Originalbuch? Das ist, ja, also das ist sicherlich keine Erstauflage, aber es ist ein Antiquariat-Originalbuch. Das ist der Oberhammer. Und, darf ich mich da mit einer Flasche von meinem Wein, von meinem Weinberg? Deal. Musst du nicht, aber ich nehme es gerne an, weil es wäre ja unhöflich. Ja. Also das ist auch zwei. Ja. Das ist ganz toll. Schnagen und Schnurren. So super. Ist das schön. Obwohl wir gerade beim Thema Kultur sind. Ich habe mal so ein bisschen, so ein paar alte Hits, die bei YouTube es noch gibt. Von dir gibt es wirklich wahnsinnig viele. Wahnsinnig viel. YouTube. Aus dem letzten Jahrtausend? Es ist ja wirklich aus dem letzten Jahrtausend. Also der Oberklassiker ist natürlich das Lied, dem du alles zu verdanken hast, erstmal, wenn man das so sagen kann. Waren das noch die echten Haare? Das muss ich jetzt mal wirklich fragen. Oder ist das auch schon? Nein, das ist schon Perücke. Das ist auch schon Perücke. Aber die Koteletten, die sind echt. Die Koteletten sind echt. Kennst du das? Und das waren sind es noch die Four Kings? Ja. Die haben mich damals begleitet, 72. Das ist unvorstellbar. Wann hast du das zum letzten Mal gesehen? Oh, ein paar Jahre zurück. Guckst du dir noch so Sachen an, so alte? Ja, weil ich einfach nicht, um jetzt zu prüfen. Guck hier, das. Guck dir mal das an. Ja, das geht heute nicht mehr. Natürlich geht es nicht mehr. Ja, aber so im Ansatz geht's schon. Wie oft hast du das gesungen? Ach. Nee, nicht mal tausende Male. Bestimmt tausende Male? Ja. Und gab es jemals eine Phase, wo du gesagt hast, dieses Konzert mache ich mal ohne schöne Malt? Das machen ja viele, dass sie sagen, ich möchte jetzt meinen Hit nicht mehr spielen. Ist mir nie gelungen. Weil die Leute, die wollen das. Die Leute wollen das. Das ist die Zugabe, dann mindestens die Zugabe. Schöne Malt in Bora Bora, das sind die meistgewünschten Titel. So, das hier finde ich, das ist jetzt noch, oder nee, wir gucken noch was. Das finde ich, fand ich bumslustig. Doch was sich auch ein anderer immer wünschen mag. Ja. Da kannst du schon mal auch aus. Oh ja, das ist schön. Ganz bestimmt. Lass mich doch in deinem Wald der Oberpfalz. Ja. Sensationell. Ist da eine Zweideutigkeit drin? Ja, nee, oder? Ich höre den Film. Das war ein schöner erster Tag und ein langer. Ich bin müde und der Toni Marshall-Wein ist daran nicht ganz unschuldig. Während ich jetzt das Kissenradio anschalte, widmet sich Toni noch der Literatur. So, guten Morgen. Guten Morgen, Pierre. Außergewöhnlicher Tag war das gestern, ne? Ein schöner Tag. Ja. Und du hast auch gut geschlafen, siehst auch hervorragend aus. Ja, das ist getäuscht. Mal sehen, was der neue Tag bringt, ne? Ich habe da so eine Idee. Hast du eine Idee? Hast du ein bisschen Bargeld dabei? Ja, eigentlich immer. So. So. Jetzt sind wir bereit. Ist klar. Man ist so schlank. Yes. Immer sein. Ach ja, also das ist die Farbe, weißt du, schwarz macht schlank. Ja, und Nadelstreifen machen ja bekanntlich immer ein bisschen breiter. On y va, monsieur. Na, geh mal. On y va. Dollar Casino. Die Spielbank von Baden-Baden. So. Schön beeindruckend, ne? Sehr schön, ja. Wunderbar. Dann, ich habe 12,50 Euro dabei. Wollen wir die verdoppeln? Das Casino von Baden-Baden ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern war auch Toni Marshalls erster Arbeitsplatz, weit vor seiner Schlagerkarriere. Ist dieses Ding jetzt 20.000 Euro wert tatsächlich? Exakt.
Und dann musst du mal gucken, die platziere sie mal, das sind die Ungeraden. Das ist morgen von 1 bis 18. Mhm. Die Ungeraden, okay. Nichts geht mehr. Ach so, ich habe jetzt was gesagt. Habe ich jetzt 20 Euro? Das ist aber nicht rechtsgültig jetzt, oder? Ich habe nicht 20.000 Euro gekauft. 23 Rond Ampere Pass. Die haben gerade eben 20.000 Euro gewonnen, junger Mann. Dann, finde ich, kann ich jetzt Feierabend machen. Ampere sind die Ungeraden und 23 ist eine Ungerade. Das ist alles? Ja. Das ist eine 50-50-Chance quasi. Ja, na, logisch, klar. Aha, okay. 50-50, ja. Die, ja. Jetzt habe ich langsam schon Gefallen dran gefunden. Natürlich auch auszahlen. Bitte, ja. So, das ist dein ehemaliger Arbeitsplatz hier, ja, ne? Kann man sagen. Ja. Das ist, bist du, hast du das in einem Ausbildungsberuf? Also ich saß genau, wo du jetzt sitzt, als Saladier. Das Saladier? Ist Saladier, das, also man nennt nach dem Spiel, die Chaisons, die werden wieder eingezogen. Ja. Und dann der Saladier, dessen Aufgabe ist es, die Chaisons wieder zu sammeln, zu ordnen, in die Einheit, ne? Zweier, Fünfer, Zehner, ja. 20er, 50er, 100er und so weiter und so fort. Wie bist du denn zu diesem Job gekommen? Hast du das gelernt? Ja, ich habe mich beworben, wurde dann auch letztendlich angenommen und dann und haben das alles beigebracht. Ne? Also wichtigste ist ja, erstens mal Talent muss man haben und dann muss man Kopf rechnen können. Ne? Da, und zwar sehr schnell. Multiplizieren, auf Teufel komm raus. Das heißt, du hast ja also richtig viel Kohle über den Tisch laufen sehen. Millionen. Ja. Und das sind doch auch dann Dramen, die sich hat mich auch beschäftigt. Ich konnte ja nachts manchmal nicht schlafen. Habe ich gesagt, wie kann man so viel Geld verspielen? Ja. War manchmal grausam, was da abging. Aber was machen die dann? Also es gibt ja, wir drehen dann durch hier in dem Saal. Schrie mal einer, ihr Schweine, ihr habt mich ruiniert. Meine Firma ist pleite, meine Familie ist weg, alles und dran. Da wird er ganz vorsichtig hinaus komplimentiert. Kommen zwei Herren. Und die führen ihn dann raus. Wenn er kein Geld mehr hat, kriegt er noch die Bahnfahrt bezahlt. So war es damals. Ist das wirklich so? Ja. Das ist ja schon menschlich. Ne? Also auf die Dauer wäre das nichts gewesen, dieser Beruf. Du hast dann auch aufgehört? Ich habe, ja, nein. Ich, du hast spektakulär aufgehört. Spektakulär. Ne? Was hast du gemacht? Ich hatte einen Tischchef, der mochte mich nicht. Also ging der runter und hat mir die ganzen mühsam ausgesuchten Schädigungs wieder in meinen Salat rein. Und da, ich habe gedacht, ich drehe durch. Im ersten Augenblick wollte ich dem eine scheuern. Dann gesagt, naja, das machst du nicht. Meine zweite Stimme. Und stattdessen bin ich aufgestanden, so wie es üblich war, so den hier so gemacht, dass jeder sieht. Ich habe keinen Chat da. Ja. Und das war es, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen. Habe ihm ganz tief in die Augen geschaut. Und dann bist du nicht mehr hierher gegangen. Dann war der Job erledigt. Dann war alles aus. Aber das war doch eine sichere Anstellung. Und damals warst du ja noch nicht, wie soll ich sagen, in der monetären Situation wie heute. Ich wurde auch dementsprechend von meiner damaligen Schwiegermutter behandelt. Ja? Die hielt plötzlich gar nichts mehr von mir, gell? Ja. Aber ich habe doch alles richtig gemacht, Pierre. Absolut, ich kann das total nachvollziehen. Und jetzt, aufgrund meines hohen Alters, wäre ich ja heute auch kein Croupier mehr, nicht? Wäre ich längst in Rente. Wer weiß, ob ich auch noch leben würde, keine Ahnung. Hast du selber gespielt auch? Nee. Jetzt habe ich die Eins. Eins, Rond, Ampere, Monk. Jetzt hast du 40.000 gewonnen. Das läuft irgendwie ganz gut gerade. Hast du die Typen erkannt? Also wusstest du, das ist einer, der spielt sich in den Ruin, das ist einer, der hört rechtzeitig auf, das ist einer, der gewinnt? Weißt du, woran man das gemerkt hat? Nach dem Spiel, die Schädigungs von dem Spieler, ja, die waren meistens Nass. Ja. Ja. Das war also manchmal ekelig, wenn die Schädigungs dann zusammenklebten. Ja. Und dann hast du gleich gewusst, der macht nicht mehr lange. Und wieder Spiel zu machen. Nichts geht mehr. Die 20 Schwarz per Pass. Das kannst du jetzt, ja. Das war's jetzt. Das war mein Neuwagen, ja? So ist es, ja. Du musst dem Spiel mehr aufmerksam sein. Ich würde dich dann auch auf einen Kaffee einladen. Na, wenn du dir das leisten kannst. Für einen Espresso würde es gerade noch reichen. Nach der Talfahrt im Casino geht es jetzt wieder aufwärts zur Ruine vom alten Schloss. Es ist ein bisschen windig. Also man kann nicht sagen, es käme kein frischer Wind hier nach Baden-Baden. Ich würde sagen, stürmisch.
Ja, das ist das alte Schloss. Das war für mich eine ganz wichtige Stätte. Du hast hier als Kind gespielt, kind, auch, ja, oder? Ja, ja, ja. Also wir waren überall in dem Gemäuer, überall haben wir geguckt, könnte eventuell ein Schatz verborgen sein. Sind aber nie fündig geworden. Das ist ja ein Riesenbauwerk. Vielleicht finden wir jetzt einen. So, Pierre, jetzt betreten wir den Rettersaal. Aber da kommt schön viel Licht rein, ne, wenn man kein Dach hat. Ja, ja, auch der kalte Wind. Aber das war ja früher mal angenehmer, ne? Was heißt denn für dich in Würde altern? Dass man am Schluss mit einem Lächeln sich verabschiedet. Ja. Wirklich, einfach sagen, es war einmalig schön. Und es gibt keine Repetition, du kannst nichts wiederholen. Das Leben ist einmalig. Ja. Und das sollte den Menschen ganz früh bewusst sein, dass man nur einmal lebt. Also macht man das Beste draus. Ja. Und immer nett sein, freundlich sein. Kostet doch gar nichts. Ich meine, du hast bestimmt ganz viele Leute kennengelernt, die in der Zeit, wo du super erfolgreich warst und auch viel Kohle verdient hast, die dich wahrscheinlich auch verarscht haben, oder? Ich bin einer, der glaubt, Freundschaften, die kann man in Sekundenschnelle schließen. Ja. Ne? Und da war ich immer unachtsam. Und die Gabi hat mich immer gewarnt. Ja. Und ich habe die Warnungen immer in den Wind geschlagen. Und sie hatte recht. Also wenn du einen kennst, meinst du, es ist einer deiner besten Freunde. Und da kommt einer und sagt, du Toni, ich bräuchte mal Kohle. Kannst du mir helfen? Ich will dann, dann habe ich halt geholfen. Ne? Ja. Und da hat sich herausgestellt, das Geld war dann futsch. Ne? Aber na ja, gut, und es ist so. Ich sage auch, wenn mir was passiert ist, du kannst es nicht mehr ändern. Passiert, abhaken, fertig, aus. Immer nach vorne richten. Hast du das der Gabi gesagt, dass sie recht hat? Ja, natürlich, klar. Ja. Und hörst du jetzt mehr auf sie? Jetzt gibt's nicht mal viel, was ich zu hören. Ach so, okay. Jetzt ist auch egal. Ja, jetzt ist auch egal. Ja, klar, ne. Ja. Hast du selber eigentlich auch mal Scheiß gebaut? Also hast du mal, gezockt hast du nie? Ja, nee, ich hab mal Fehlinvestitionen. Ne? Aufbau Ost. Ah, Immobilien gekauft da. Ja, klar. Das haben viele, ja. Ja, ja. Ja. Bist hart im Nehmen, kann man sagen. Absolut, ne? Ja. Absolut. Und bist du eigentlich, du bist ja nicht gläubig, du bist ja Atheist, bekennender Atheist, ja, ja. Seitdem dein Bruder gestorben ist, hast du gesagt. Und vieles mehr. Ja. Auch nicht nur was die Familie betrifft. All die Dinge, die schon passiert sind, vor Tausenden von Jahren oder vor einigen hundert Jahren, immer wieder Ungerechtigkeiten, bin letztendlich zum Schluss gekommen, es kann nichts geben, das sowas verhindern könnte. Ja. Sonst wäre das mal verhindert worden irgendwann. Ja. Diese Allmacht oder diese Gerechtigkeit. Und da habe ich dann eben meine Zweifel gehabt und jetzt bin ich völlig losgelöst. Ja. Schilling, völlig losgelöst. Ja. Was glaubst du denn, was passiert, wenn wir diesen Planeten irgendwann mal verlassen? Also wenn man stirbt, passiert gar nichts, sind wir dann einfach weg? Ja, ganz klar. Weg, vorbei. Weg. Aber bei dir bleibt wenigstens noch die schöne Maid. Ja, das war wahrscheinlich, ja. Die ist schon längst in die Geschichte eingegangen. Aber von der habe ich dann auch nichts mehr. Ne? Deshalb. Es ist beruhigend zu wissen, irgendwann ist Schluss, aus, fertig, arm. Es wärmt dich ein bisschen. Es wärmt. Aber schön da oben, oder? Superschön. Konnte da weit sehen? Geht so. Es war dann doch ein bisschen zu kalt, Düssig. Um zu lange da zu bleiben. Aber was wirklich gewärmt hat und was dein Herz wärmen wird, ist, dass der Toni ganz schöne Dinge über dich gesagt hat. Ja. Erzähl. Vielen Dank. Er hat gesagt, und das zuzugeben, sind ja viele Männer nicht bereit, dass in seinem Leben immer du die warst, die richtigen Ratschläge gegeben hat, auf die er aber meistens nicht gehört hat. Mhm. Und dann am Ende feststellen musste, die Gabi hatte immer recht. Schön, dass er das mal zugibt. Hört er denn heute auf deine Ratschläge? Nee. Wie ist es eigentlich, wenn man so lange verheiratet ist mit Toni Marshall? Also wenn man einem, der ja, das muss man klar sagen, sehr oft auch in Versuchung gerät, der auf Tour ist, der berühmt ist und so, den alle kennen, wo man auch vielleicht oft nicht dabei ist und nicht weiß, was treibt er denn jetzt und so. Na gut, die erste Zeit war ich dabei. Und
ja, man ist schon manchmal auch eifersüchtig gewesen. Man war jung und sehr verliebt auch. Und dann hat es mir auch plötzlich gar nicht mehr gut getan. Es sind andere Frauentypen, die so über Schmuck und Kleider, und das war ich nie. Und habe mich eigentlich zu Hause sehr gut gefühlt mit der Familie. Und wenn er da war, war es wunderbar. Aber ich bin dann immer mit auf Reisen. Und damals, also wusstest du immer, was er macht? Nein, natürlich nicht. Macht es eigentlich fuchsig? Ja, es war schon schwierig manchmal. Manchmal schon gedacht, also irgendwann gehe ich jetzt mal, aber wohin und wird es anders? Gab es halt schon Auseinandersetzungen, und das ist richtig, aber das ist normal. Aber ich denke, manchmal Männer mit einem Beruf, die am Schreibtisch den ganzen Tag sitzen, die können ihre Frau auch nicht immer mitnehmen. Das wird ja furchtbar sein. Und ich denke mal auch, so ein Künstler kann sich ganz anders entfalten, wenn nicht immer die Frau im Rücken zuguckt und denkt, was macht er jetzt, wie wird es oder so. Und so habe ich mich eigentlich entschieden, hier zu bleiben. Und da ich eine große Familie habe, war das eigentlich recht gut. Es war dann eher umgekehrt, wenn er länger da war, habe ich manchmal auch gedacht, naja. Wird Zeit, dass man wieder auf Tour geht? Ja, nein, ja, dass er wieder weg muss. Nicht bösartig, aber man teilt sich alles anders ein. Auch mit den Kindern oder beruflich oder was man so macht. Wie lange seid ihr verheiratet? Moment mal, wir haben 62 geheiratet, 53 Jahre jetzt. Jahre. Und 3 Jahre verlobt. War ja früher so. Was ist denn das Geheimnis, dass man so lange miteinander so gut aushält? Ich weiß es doch nicht, ich weiß es nicht. Man kann auch niemandem was raten, das geht nicht. Ich packe mal meine Sachen zusammen und lasse euch dann mal alleine, dass ihr ein bisschen Ruhe habt wieder. Ich hoffe, es war gut für dich. Toll. Ja, war wirklich sehr schön. Aber vielleicht komme ich ja mal wieder. Ja, komm einfach. Ruf an. Wenn wir da sind, machen wir einen Kaffee oder irgendein Glas Wein. Sehr, sehr gerne. Eine ehrlich gemeinte und herzliche Einladung war das. Genauso wie das Gespräch eben. Ich empfinde hohen Respekt für Gabi, die große Liebe des Schlagerkönigs. Und dieser Schlagerkönig hat noch eine große Liebe, die Klassik. Und damit schafft er es am Ende sogar doch noch auf meine Playlist. Der Satz klingt irgendwie komisch, aber er ist nun mal wahr. Ich hatte 2 wirklich schöne Tage mit Toni Marschall und seiner Frau. Ja, yeah. Adios, amigos. Adios, amigos. Eigentlich bin ich ein bisschen traurig. Ehrlich? Ja, wir werden dich vermissen, du warst ein äußerst sympathischer Gast. Doch, das freut mich sehr. Ich bin auch wirklich aufs Positivste überrascht. Das war eine ganz, ganz herzliche Gastfreundschaft. So muss man sich kennenlernen, nicht? Ich kannte dich auch vom Fernsehen. Und ich glaube, wir hatten beide Vorurteile, die jetzt weg sind. Das hoffe ich. Das hoffe ich doch. Und wünsche mir auch. Und so lernt man neue Freunde kennen. Und wenn das jeder so täte, wie wir das jetzt machen, dann gäbe es nur Einigkeit. Nur Concord, ja. Lieber Pierre. Liebe Gabi, vielen herzlichen Dank. Gerne, war sehr schön. Ich bin öfter im Bahnbahn, ich komme mal wieder vorbei auf ein Gläschen Toni Marschall Wein. Siehste, ich brauche immer jemanden, der mich antippt. Fast hätte ich es vergessen. Kriege ich jetzt noch einen Wein? Nicht, dass ich das darauf angelegt habe. Noch eine kleine, eine kleine Wegzehrung. Sehr, sehr nett. Vielen herzlichen Dank. Oh. Tschüss. Tschüss, Pierre. Vielen Dank. Gute Reise. Mach es gut. Tschüss. Tschüss.